Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Beim letzten Mal haben wir einen ziemlich traurigen Abgang gemacht und ich habe dann vor lauter Frust die Aufnahme beendet. Und dann ganz, ganz kurz hat man es noch angeteasert gesehen. Es ist eigentlich was Wichtiges passiert, was ich nicht mehr aufgenommen habe. Und zwar das hier. Unser Trasler hat sich weiterentwickelt zu einer Kirlia. Es ist eigentlich ein Männchen, aber ich finde, es ist ja schon ein ziemlich weiblich angehauchtes Pokémon, muss ich ja mal sagen. Ja, und wir haben ordentlich von Mike auf die Schnauze bekommen. Traurigerweise war bitter. Aber ich denke, jetzt im zweiten Anlauf werden wir es hoffentlich schaffen. So, ich muss jetzt leider aber hier ganz am Anfang der Folge mal sagen, meine Laune insgesamt hält sich gerade so ein bisschen bedeckt, sage ich mal. Eigentlich eine ganz komische Kombi. Kurze Zwischeninfo für euch. Ich nehme das jetzt Sonntagabend um 10 Uhr auf. Und ich habe gerade mit meiner Mutter den Tatort geschaut, der gerade im ersten lief. Und das war so ein Tatort, wo so viel so mit... Der Killer war so total, ja, ich sag mal... Also ein geistig nicht ganz labiler, sehr psychologisch krank, sage ich mal. Hat sehr, sehr verworren gedacht. Und halt war halt wirklich ein sehr, sehr kranker Tatort, wo dann auch die Kommissarin auf einmal ihre Katze tot vor der Tür gefunden hat. Also so richtig kranker Scheiß, sag ich mal. Und danach liefen die Tagesthemen. Und dann wurde da mal wieder berichtet, wie momentan so die Flüchtlingslage in Griechenland ist. Und das ist ja wirklich momentan so, Griechenland hat die Grenzen zugemacht. Und die Flüchtlinge versuchen irgendwie reinzukommen. Und die griechischen Soldaten schießen mit Tränengas und Gummigeschossen raus und... Ey, wo ich das Ganze dann so gesehen habe, da dachte ich einfach nur so... Was ist in unserer Welt nur los? Wisst ihr, man lebt immer in so seinem kleinen Kosmos, wie ich so. Ich mache ein bisschen YouTube, mache ein bisschen Handball, mache mir Sorgen um meinen Job und so weiter. Wie soll es weitergehen später und so, aber... Das sind alles so kleine Probleme, wenn man sieht, was momentan in der Welt abgeht. Aber andererseits landet man dann auch wieder... In dieser Stimmung so, was will man denn machen? Man ist nur so ein ganz kleiner Teil, so ein ganz, ganz minimaler Teil, also wirklich komplett unbedeutend eigentlich für die Gesellschaft. Und man hat eigentlich gar keinen Einfluss drauf, was da jetzt beispielsweise in Griechenland oder in dieser gesamten Flüchtlingspolitik passiert. Man sieht das, man hat Angst, was passieren könnte, wenn sich die Kulturen mischen, wenn zu viele Flüchtlinge kommen, wenn die Grenzen... Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die ganzen Terrorwarnungen, es ist ja wirklich krank, aber was will man denn als einzelner Bürger tun? Und auf einmal fühlt man sich total hilflos und man weiß nicht, was man tun soll. Und es ist, also ich stecke momentan in einer sehr, sehr komischen Laune, die sich jetzt aber auch schon wieder ein bisschen gebessert hat, aber man sieht einfach so, was da abgeht und ich hab mir schon fast irgendwie so bildlich vorgestellt, so Europa, irgendwie wie so in so Filmen immer so. Da, wo die ganzen Reichen sitzen, von außen kommt die große Masse an Armen und rennt so gegen die Mauern und versucht irgendwie reinzukommen. Und an einerseits ist es natürlich so, man kann sie ja nicht wegschicken. Ich meine, da unten in Afrika geht es ihnen sau schlecht. Und man kann natürlich nicht sagen, die haben kein Recht zu uns zu kommen. Das stimmt ja nicht. Aber man muss es auch mal so sehen. Es ist, ich habe da vorhin auch ganz kurz mit meiner Mutter drüber geredet, es ist nicht gut, die Kulturen zu mischen. Es kann nicht funktionieren, dass so viele... Afrikaner, sag ich mal, in... ich lebe noch. Dass so viele Afrikaner in Europa beispielsweise leben. Es funktioniert nicht, die Kulturen zu mischen. Man muss das... Nice, ich hab's verwirrt. Es ist sehr geil. Jetzt kommt ein... Jetzt könnt ein strategisch intelligent dazukommen. Ich wechsle. Weil falls jetzt das Jungglück sich durch die Verwirrung nicht selber verletzt, wird halt den Kader, kein Problem. Aber wenn sich selber verletzt, dann, bam, tötet sich's. Und ich kann weiterkämpfen. Geiler Scheiß. So will ich das haben. Und den Kater kriegt's voll fliegen. Aber ja, aber meine Laune momentan ist wirklich sehr, sehr gedrückt. Einfach, weil ich so sehe, was so abgeht. Und das macht mich irgendwie fertig. Einfach so zu sehen, wie scheiße es in der Welt einfach gerade ist. Und man einfach nichts dagegen tun kann. Ich weiß, es liegt jetzt so echt so nach diesem total typischen... Depri-Gelaber und so, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht Depri, ich habe eher Angst vor der Zukunft. Man hat einfach so seine kleinen Probleme, man hat so ihr habt vielleicht Schule,
ihr seid in irgendeinem Sportverein oder sonst was. Also man hat so seine kleinen Probleme, aber diese kleinen Probleme sind nichts, wenn man mal sieht, was auf der Welt abgeht. Und da sieht man einfach mal wieder, man hat keine Chance, irgendwas zu tun. Man ist darauf angewiesen, was die Politiker machen. Man kann nur hoffen, dass sie das Richtige tun. Man selber hat eine Stimme, die man abgeben kann für den Politiker. Aber man hat keinen Einfluss auf irgendeine Politik und auf irgendwelche Geschehnisse in der Welt. Und das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Wird Zeit, dass ich nachher pennen gehe, weil ich kriege solche Gedanken nicht so leicht aus meinem Kopf raus. Wenn sich sowas bei mir einmal so im Kopf festgesetzt hat, dann kriege ich das dann nicht so leicht raus. Dann muss ich erstmal in der Nacht drüber schlafen. Aber ich will eigentlich diese schlechte Laune jetzt nicht in den Pokémon-Part übertragen. Aber ich kann euch, wie gesagt, andere YouTuber können das sehr gut. Ich kann es nicht euch irgendeine Laune vorspielen oder so. Okay. Gut. Habt ihr mal wieder so einen kleinen Einblick in meine Gefühlswelt bekommen? Ibi, das ist ja fleißig trainiert, nicht wahr? Ja, natürlich. Hab voll trainiert. Spaß. Oh mein Gott, diese Muskeln. So sexy. Unsere Pokémon sehen ganz schön erschöpft aus. Aber auch echt anstrengend mit dir. Wenn du verstehst, was ich meine. Erschöpft und so. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zu Kräften kommen. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Okay, jetzt sind sie wieder geheilt. Und das ist für dich. Achso, ich dachte schon, sie kommt jetzt irgendwie mit der Pille danach oder ein Kondom oder so. Aber ein Itemradar ist auch schön. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Danke. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, die hat ein Fahrrad. Das brauche ich auch. Und wo ist jetzt mein Itemradar? Im Beutel, oder? Guck mir mal nach. Ja, ich habe, wenn ich auch ehrlich bin, jetzt nicht so ein dickes Thema ausgepackt. Oder eingepackt. Weil ich einfach sozusagen, ja... Euch. Warte mal, da war was. Finde was. Ich orte was. Ich orte außerirdische Signale. Jetzt orte ich nichts mehr. Doch. Ich orte wieder. Ich orte außerirdische Signale, Freunde. Die Alien. Sie kommen. ich bin. Okay. Ich muss sagen, gerade darüber geredet zu haben, hat gut getan. Ja, ich sag mir über so ein bisschen meine Gefühlslage. Mir geht's schon deutlich besser. Oh mein Gott, ich hab was geortet! Da war's doch. Da! Ich hab einen Hyperhider gefunden. Okay, ich finde diese Alien-Kopfhörer toll, mit denen ich Items will. Ich sollte mir mal einen Schutz kaufen. Nein, aber mir ist gerade aufgefallen, ich hatte so... Vor dem Part ging es mir gar nicht so gut. Aber jetzt darüber geredet zu haben, tut sehr gut. Natürlich, ich kann mir sagen, ja, du redest ja nur mit dir selber, aber eigentlich rede ich ja mit euch. Und ich merke gerade, das kann ich euch jetzt mal so mit auf den Weg geben, einfach weil es mir selber aufgefallen ist. Wenn euch irgendwas bedrückt, redet darüber. Das tut sehr gut. Habe ich gerade bemerkt. Also mir ging es vor dem Part wirklich, ich sag mal, ein bisschen scheiße. Ich hatte sehr viel Angst vor der Zukunft und so. Habe ich natürlich immer noch, aber ich fresse es nicht mehr in mich rein und es tut sehr, sehr gut, darüber zu reden. Also kann ich nur sagen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, redet mit Leuten drüber. Fresst sie nicht in euch rein. Das ist ein Rat, den ich früher leider nicht so ganz wahrgenommen habe. Ich habe früher sehr, sehr viel in mich selber reingefressen und habe darunter mehr oder weniger, ja, schon gelitten, sage ich mal. Gelitten klingt so hart, aber... Sagen wir es so, ich hätte es deutlich einfacher haben können, wenn ich erstmal ein bisschen darüber geredet habe. Aber ich war früher, also ich war sozusagen so von der Emotion her, ich war immer ein sehr lauter und offener Mensch, aber wenn es so wirklich um Sachen geht, die mich persönlich bewegen, war ich immer ein sehr introvertierter, verschlossener Mensch. Möchte man gar nicht meinen, man kennt mich ja so als offenen Mensch, der so total abgeht und ich meine, ihr kennt mich ja jetzt schon ein Jahr. Aber das ist heute auch noch zum Teil so. Ich krieg's ein bisschen besser in den Griff. Aber ich sag mal, ich habe früher wirklich sehr, sehr viel persönliches Zeug von mir, was man jetzt nicht jedem erzählt, sehr in mich reingefressen. Ich habe da wirklich mit so gut wie gar keinem drüber geredet. Und das hat halt auch das hat halt dafür gesorgt, dass ich wirklich oft Abende einfach in meinem Bett lag und irgendwie Epri-Mucke gehört habe. Geht der jetzt eigentlich auf dem Item?
Nein. Ich orte die außerirdischen Signale nicht mehr. Da! Ja, ich habe einen Beleber gefunden. Oh. Ja, also wie gesagt, früher lag ich sehr, sehr oft einfach abends im Bett und habe Deprimucke gehört, was einfach scheiße ging. Und ich glaube, ich schlafe jetzt besser, wenn ich nachher ins Bett gehe, als wenn ich nicht darüber geredet hätte. Weil wenn ich jetzt nicht darüber geredet hätte, hätte ich nachher im Bett die ganze Zeit drüber nachgedacht und mir voll Panik und Stress geschoben, denke ich. Aber jetzt, dass ich sozusagen das Ganze so in Videoform festgehalten habe, da ein bisschen mit, ja, eigentlich mit euch drüber geredet habe, es ist natürlich nur ein Monolog, den ich führe, aber dass ich mit euch darüber geredet habe, das hat mir irgendwie sehr geholfen. Und das kann ich jetzt so als Rat mitgeben. Oh Mann, das ist voll die persönliche Folge, aber sowas muss auch ab und zu mal sein. Es war ja früher auch schon immer so, dass, früher auf YouTube, jetzt holen wir aber ganz weit aus, nein, aber früher war es ja auch so, dass man wirklich einen sehr, sehr persönlichen Kontakt zu YouTubern erzeugen konnte, obwohl man halt sozusagen noch nie irgendwie persönlichen Wort mit ihnen geredet hat oder so. Aber ich denke, auch solche Folgen braucht ein Kanal. Aber sowas kann man natürlich nicht spielen. Ich könnte es natürlich mich für die Kamera setzen und sagen, ich erzähle euch jetzt irgendwie so einen tiefen psychologischen Scheiß, um eure persönliche Bindung zu mir zu verbessern, aber da kennt ihr mich schon zu gut. Ich bin eigentlich immer ehrlich bei sowas und ich zeige auch nur meine ehrlichen Emotionen und ja, das sind jetzt auch ehrliche Emotionen. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ich euch hier irgendeinen tiefen psychologischen Müll vorsetze, der gar nicht so, ja, meiner Denkensweise entspricht. Also sowas macht mir halt wirklich enorm Angst, einfach Tagesthemen zu gucken und sehen, was in der Welt eskaliert. Weil man lebt immer in seiner kleinen Welt, denkt so, ja, seine Probleme sind wichtig, aber seine eigenen Probleme sind nichts im Vergleich zu dem, was in der Welt gerade abgeht. Und dieses ganze Flüchtlingsthema und wie sich die Welt daraufhin vermutlich bald verändern wird, macht mir Angst. Also das war aber auch schon früher so, ich habe Angst vor der Zukunft. Ja, ich habe Angst vor Dingen, die ich nicht absehen kann und die möglicherweise einen negativen Einfluss haben. Also vor positiven Dingen, die ich nicht absehen kann. Zum Beispiel die Entwicklung meines YouTube-Kanals, die kann sich ja hoffentlich nur in eine gute Richtung entwickeln. Davor habe ich natürlich keine Angst, aber sowas wie dieses Flüchtlingsding jetzt oder einfach andere Sachen, die einfach zu groß sind, dass ich da selber irgendeinen Einfluss drauf hätte, davor habe ich enorm Angst. Sowas macht mich teilweise an Abenden enorm fertig. Und man, ich hoffe, ich ziehe euch jetzt hier nicht zu sehr runter, weil ich kenne das selber, wenn man sich so Videos anguckt, wo einer so ein bisschen, ja, emotionaler, ruhiger ist, dann zieht es einen immer so ein bisschen runter. Also es ist auf keinen Fall meine Absicht, jetzt hier eure Emotionen irgendwie zu senken, aber ja, sowas muss halt ab und zu mal sein. Sowas muss man halt einfach mal ansprechen. Und ich dachte, das wäre jetzt einfach mal ein ganz guter Zeitpunkt, weil ich sowieso noch kein Video für morgen habe. Und dann dachte ich mir, komm, erzähle ich euch doch einfach mal ehrlich, was bei mir abgeht. Dann habt ihr einfach wieder so ein bisschen so einen kleinen Einblick. Wie denkt ihr darüber? Natürlich jetzt ganz, ganz wichtig. Habt ihr Angst vor der Zukunft? Habt ihr Angst vor dem, was momentan auf der Welt passiert? Also ich ja irgendwie schon. Und neben diesen ganzen Dingen, was halt auf der Welt passiert, wirken halt seine eigenen Sachen so kleinlich und primitiv. Und da sieht man mal wieder, dass man als Mensch so viel weniger Einfluss auf irgendwas hat, als man eigentlich denkt, was ist denn Laubklinge? Physisch. Stärke 90, Genauigkeit 100, hohe Volltrefferquote. Das würde ich gern lernen. Ja, vergessen. Und zwar möchte ich Verfolgung vergessen. Eine normale Attacke mit Ruckzuckhieb ist immer schön zu haben. Megasauger ist speziell. Und jetzt mit Laubklinge, was Physisches, haben wir, glaube ich, schon mal gar kein so schlechtes Set für ihn. Für unser gutes Reptile, für unser Enyo. Und deswegen denke ich, mal gucken. Lass mich auch Laubklinge gleich mal zuschlagen. Stärke 90, hohe Volltrefferquote. Alles klar. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine ziemlich nice Pflanzenattacke dazu bekommen, würde ich mal schätzen. So wie der da, so wie der Angler grinst. So fühle ich mich auch gerade. Oh Mann. Ein Glück, dass ich dieses Video aufgenommen habe, weil es mir jetzt echt schon wieder deutlich besser geht. Oh, ist das hier der Fahrradladen? Oh, nein, das ist. Ah, da geht es zum Küstenradweg rein. Ich war gerade von dem Fahrrad da oben verwirrt. Aber ich glaube, hier in der Stadt, wo wir jetzt hinkommen,
Nämlich in... Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Oh, das ist Troy, oder? Wow, das ist also Malvenfroh City. Dir scheint mir zu gefallen. Was sagst du, wollen wir uns in der Gastromeile Malvenfroh einen kleinen Imbiss besorgen? Oder doch lieber ein Fahrrad aus Radlers Radladen? Ein bisschen Sport täte dir gut. Du bist fett geworden. Nein, ich will jetzt erstmal Glück in der Arena versuchen. Was? Mal sehen, wo ist denn hier die Arena? Ah, verstehe. Einfach geradeaus. Direkt hinter dem Garten in der Mitte der Stadt. Und das war schon weg. Aber, ey, Sohn, Heiko, habe ich gerade Troy zu ihm gesagt. Sorry, Heiko heißt der. Und da ist ein Item, oder? Will ich haben. Hab ich gesehen. X-Tempo! Yeah, wie lange geht denn eigentlich der Part schon? Tut mir leid, ich muss da immer ab und zu mal kurz nachgucken. Okay. Also, ich will mir jetzt eigentlich aus Radlers Radladen, höchst interessanter Name, eigentlich jetzt mal ein Fahrrad gönnen. Und ich habe immer noch ein drittes Teammitglied zu holen, was ich gerne hätte. Malvenfroh ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Der Radweg ist nur ein paar Pedalumdrehungen weit weg. Voll geil. Ja, ich feiere es auch. Höllisch. Die Stadt ist crazy. Ist hier Radlers Radladen? Kaffee Ohrenschmaus. Ja, ungern. Gehe ich nachher rein. Stadterkunden kann ich im nächsten Part machen. Ich wollte jetzt hier eigentlich mal gucken, wo Radlers Radladen ist. Nein, das ist hier ein Restaurant. Verdammt! Scheiße, was geht denn hier ab? Und wer bist du? Hey, du Trainer. Das ist dein erster Besuch hier, stimmt's? In der Gastromeile Malvenfroh geht es bunt zu. Um hier zwischen die Beißer zu bekommen, musst du einen bestimmten Ablauf einhalten. Als Stammgast kenne ich mich natürlich aus. Am besten erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Gib an der Theke eine Bestellung auf. Wir sehen uns hier am drei Gerichte zur Auswahl. Also such dir aus, was du haben willst. Wenn du bestellt hast, bekommst du einen Buzzer. Setz dich auf einen freien Platz und warte. Es dauert eine Weile, bis dein Essen fertig ist. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Während du auf dein Essen wartest, wirst du von anderen Gästen zum Kampf herausgefordert. Die haben es alle auf deinen Sitzplatz abgesehen. Wenn du nicht mit leerem Magen gehen möchtest, musst du deinen Platz gegen sie verteidigen. Schritt 3 reinhauen. Wenn dein Buzzer ein Signalton abgibt, kannst du dir an der Theke deine fertige Mahlzeit abholen. Nachher ist zurück an den Platz und guten Appetit. Na, ist doch gar nicht so kompliziert. Wie wär's? Wo du schon mal hier bist, kannst du gleich mal einen Happen essen. Aber Anfänger wie dir empfehle ich ein Leckerbissen aus der Einalregion, das Dorf-Sandwich-Menü. Es ist erst seit kurzem im Höhen erhältlich. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei jungen Leuten ist es eigentlich echt geil. Alles klar, hau rein. Ey, was ein Laden? Da muss man seinen Platz kämpfen. Ich wollte... Okay, das ist auch was, was ich mir für den nächsten Part aufheben werde. Ich möchte jetzt eigentlich zu Radlers Radladen und mir ein Fahrrad gönnen. Wo ist denn der? Das ist auch nicht Radlers Radladen. Da ist ein großes Fahrrad über der Tür. Es ist keine Tür, es ist eher eine große Garage, in die man reingeht. Bist du Radler? Na, was haben wir denn hier? Kundschaft und dann noch so ein energiegeladene. Ich bin ein Radler. Bin Besitzer des Radladens. Na, du kommst von weit her. Oh, du bist wirklich einen ganzen weiten Weg von Wurzelheim hierher gekommen. Boah, das muss ein echter Gewaltmarsch gewesen sein. Mit all meiner Rede wärst du ein ganzes Stück flexibler und könntest eine sanfte Brise genießen. Auf der Haut, du weißt schon. Ne? Ich lese ein bisschen zu schnell. Weißt du was, ich schenke dir eins. Einfach so. Weil ich einfach immer random Kunden Fahrräder schenke. Ich möchte bitte das Eilrad haben. Ich möchte turbomäßig durch die Pampa sausen. Und wir müssten jetzt eigentlich zurück, ne? Ihr wisst, wo ich hin will. Ja, kommt jetzt in unser neues Fahrrad. Das will ich jetzt gleich mal sehen. Wie sich unser neues Fahrrad so macht. Oh, da sind Bänke. Da geht's für mich nicht lang. Zum Glück kenne ich mich hier schon so gut aus. Warum ist denn das so eine komische Stadt? Sieht aus, als ob die Stadt so in der großen Halle wäre. Das sieht nicht so ganz komisch. So, Beutel. Oh, wir können sogar über den Radweg fahren. Ja, das machen wir jetzt. Kann ich das auch registrieren? Optimal, ich kann zwei registrieren. So will ich das haben und... so. Oh yeah! Turbo! Ja! Okay, jetzt geht's los. Freunde. Ich war gar nicht im Pokécenter, das war dumm. Oh, da unten ist ein Megastein. Seht ihr ihn? Den will ich haben. Den will ich haben. Moment. Schnell wieder zurück. Und erstmal mit dir kämpfen.
Meine Leidenschaft für Fahrräder führt mich hierher. Genau, deine Leidenschaft für Fahrräder führt dich unter den Radweg ohne ein Fahrrad. Seems legit, oder? Oha. Melissa, du siehst gar nicht so schlecht aus. Aber du hast nur ein Goldini. Okay. Am schönen Tag nicht immer Goldinis, das kommt mir gerade so. Ich glaube schon, die haben immer so Goldinis und Pipi und irgendwie solche Pokémon, ne? Du bist die Laubklinge. Ich bin stolz auf meine neue Attacke. Weg mit dir. Das war's schon. Die sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen bitchig. Sie hat so voll den Bitch-Blick drauf, aber sonst können wir vielleicht mal zusammen ein bisschen Fahrrad fahren, wenn du verstehst. Alter, wird Mikey neidisch auf mich. Aber ich bin eigentlich deswegen hergekommen. Ein Voltensonit. Oh yeah. Geil. Aber ich glaube, Freunde, an dieser Stelle beenden wir den Part für heute. Nachdem wir den Trainer besiegt haben. Ich muss das Ganze nicht noch hochladen, Thumbnail erstellen und so. Und ich habe ab morgen wieder Berufsschule. Nee. Muss ich wieder um 20 nach 6, halb 7 so um den Dreh aufstehen. Gar keinen Bock, aber ja, machst du nichts, ne? So, was kann ich denn gegen dich tun? Wie viel zieht Megasauger ab? Ja, hält sich in Grenzen, ne? Aber immerhin werde ich wahrscheinlich am Ende keine KP verlieren, weil ich mich ja immer wieder regeneriere. Schauen wir jetzt mal, wie viel Laubklinge macht. Ich hoffe, das kann. Hat es Statik? Also ich will nicht paralysiert sein, deswegen wollte ich keine physischen Attacken einsetzen. Nein, hat's nicht. Sehr gut. Dann haben wir es jetzt rasiert. Super. Und damit sind wir für heute fertig, Freunde. Also, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich habe eure Laune nicht zu sehr getrübt. Aber mir geht es jetzt schon wieder besser und ich hoffe euch auch. Ich denke, mit so einem Lächeln kann man doch die Folge beenden. Also, Freunde, das war ein kleiner Einblick in meine persönliche Gefühlswelt, die ein bisschen aufgemischt wurde durch einen crazy Tatort und eine krasse Tagesschau-Sendung. Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.